Das hier hinter mir in diesem selbstgebauten weißen wunderschönen Regal ist meine NES OVP Sammlung und die kriegt heute ein kleines Upgrade. Und zwar habe ich nämlich ein neues Regal gekauft. Ne? Hier geht mir ein bisschen der Platz aus und mir gefällt es nicht so gut, dass die Spiele an der Sonne nicht direkt, aber am Tageslicht sind. Deswegen habe ich mich da für eine kleine Änderung entschieden und deswegen kommt das jetzt hier weg. Und dann kommt hier in die Wand was Neues und dann kommt das da alles rein und dann gucken wir uns die Sammlung heute mal an. Und wenn wir noch ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir auch noch mal eine Neo Geo Sammlung da rein. Ne? Das sind hier diese Papp-Versandkartons mit meinen MVS Games. Das sind 18 Stück und die hätte ich eigentlich ganz gerne auch noch in diesem Regal drin. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Richtig cool wäre es, wenn da noch ein bisschen Luft wäre. Ja, und das werden wir dann am Ende sehen, ob das geklappt hat oder eben nicht. Ich habe mich für dieses Regal hier entschieden. Das ist ein Best-Tor-Regal von Ikea, ne? Mit diesen Lappwieken-Türen in Schwarz. Und die Türen sind natürlich das Wichtigste daran, denn so kann man die Spiele nachher natürlich schön vor dem drohenden Tageslicht schützen. Ich würde sagen, wir sehen mal zu, dass wir das Intro an den Start kriegen und dann bauen wir mal das neue Regal auf, das alte weg und dann gucken wir einfach mal, wie das nachher aussieht. Der halbe Tag ist nun vergangen und ihr seht im Hintergrund schon so ein bisschen das Ergebnis meiner Mühen. Das neue Regal ist am Start. Es hat mich echt einiges an Schweiß und Gehirnschmalz gekostet, bis das da wirklich so hing, wie es da hing. Ich hatte noch einen schönen, fertig geplotteten NES-Logo-Sticker. Den habe ich hier schon seit ein paar Jahren rumliegen. Den habe ich oben schön angebracht nochmal. Und ansonsten möchte ich euch jetzt natürlich auch gerne zeigen, wie es im Inneren dieses tollen neuen Regals denn so aussieht. Es sind tatsächlich alle meine OVPs jetzt hier untergekommen, was mich am Ende des Tages sogar ein bisschen freut, denn wie ihr seht, es ist nicht mehr viel Platz. Ich habe zwar unten noch ein paar Homebrew-Games und so ein paar Hacks und sowas, die können noch mal raus, das ist noch mal fast eine komplette Reihe, aber so richtig viel Potenzial für eine wachsende Sammlung hat das jetzt hier nicht. Das Gute an dem Ganzen ist, dass man dieses Regalsystem beliebig erweitern kann. Ne? Das sind jetzt hier zwei Elemente quasi und da kannst du halt so viele einzelne Elemente mit dazu packen, wie du halt Bock hast und das Ganze erweitern. Hier ist es jetzt einfach ein bisschen schwierig vom Platz her, aber da muss man dann irgendwie mal weitersehen. Wie ihr schon seht, das passt hier also wirklich absolut haargenau rein alles, sodass ich die Türen noch gut zumachen kann, die OVPs nicht irgendwie gedrückt werden oder so, sondern das wirklich richtig schön schließt. Ehrlich gesagt habe ich mir die Regale ein bisschen größer vorgestellt. Ich habe ja eingangs gesagt, wahrscheinlich möchte ich noch meine Neo Geo Games hier unterbringen. Ihr seht, ne, das ist natürlich inzwischen zu einem kleinen Witz geworden. Dafür habe ich meine Neo Geo Games jetzt in einem kleinen schönen Regal da drunter stehen. Das geht ja auch. Und so ist das jetzt hiermit auch ein, Dedicated to NES Regal und der Sticker, der vorne drauf klebt, der macht auch wirklich Sinn. Hier oben drauf habe ich nur zur Deko noch mal ein bisschen anderes Zeug, meine Holy Diver Collectors und noch ein NES Mini und so gestellt, also nicht weiter wild, aber eben ja doch ganz dekorativ. Warum habe ich das jetzt hier gemacht mit den Türen? Das ist natürlich schade, dass man die Spiele nicht mehr sehen kann in der Sammlung, aber das hat wirklich einen guten Grund, denn ich möchte einfach sicher gehen, dass meine OVPs nicht vor einfallendem UV-Licht, Tageslicht, wie auch immer, im Laufe der Jahre beschädigt werden, indem sie ausbleichen zum Beispiel oder sonst was oder spröde werden oder so. Natürlich sind nicht alle meine Spiele hier in einem neuwertigen Zustand, das ist mir auch klar, aber ich möchte eben, dass sie ihren Zustand behalten und dass der Zustand nicht schlechter wird. Das gehört für mich einfach zu einer Sammlungspflege dazu und wie ihr ja seht, sind hier doch schon einige Perlen auch drin und es wäre einfach wirklich total schade, wenn ich aus eigener Unachtsamkeit letztendlich irgendwann hier nur noch
blasse Verpackung im Regal habe. Ne? Deswegen gehe ich das jetzt hier ein, deswegen mache ich da einfach Türen drüber. Ich selber kann mir die Türen ja so oft aufmachen, wie ich möchte. Für euch ist es sozusagen ein bisschen schade, dass ihr sie nicht ständig sehen könnt. Aber so ist das normal. Das Wichtige ist ja, dass ich mit meiner Sammlung hier zufrieden bin. Ne? Es passen pro Reihe so 21, 22 UVPs rein. Warum nicht immer gleich viele? Das hat was mit den Scharnieren zu tun. Ne? Ihr seht das jetzt hier am Rand. Da musst du tatsächlich dann ein Spiel Platz lassen. Ich habe da mir jetzt erstmal behelfsmäßig so eine kleine Bienengräber-Schutzhülle reingepackt, damit eben durch das Scharnier beim Schließen der Tür das Spiel, was da an der Kante steht, nicht kaputt geht. Ne? Ich habe da also wirklich sehr penibel darauf geachtet, dass hier kein Spiel zu Schaden kommt, denn das wäre ja auch völlig widersinnig für den Zweck dieses ganzen Regals. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt 110 NES-Spiele in OVP in meiner Sammlung. Man kann also sagen, ungefähr ein Drittel des gesamten Fullsets. Bevor Fragen kommen, ich strebe das echt nicht an, ein Fullset mit OVPs zu machen, denn da sind einige Spiele dabei, für die ich überhaupt gar nicht bereit bin, aktuell die Preise auszugeben, die dafür angeschlagen werden. Das kann sich natürlich in Zukunft mal ändern und die Spiele können ja auch günstiger werden. Solange sie das aber nicht werden, werde ich davon einigen Spielen auf jeden Fall Abstand halten. Trotzdem sammle ich, wie ich halt Bock habe, was irgendwie kommt, ne, kommt und ja, was mir in die Hände fällt, das wird hier natürlich eben gerne aufgenommen. Ich habe das jetzt hier alles von oben nach unten, das sind 6 Reihen, ich habe das alles alphabetisch sortiert, so wie die alphabetische Sortierreihenfolge auch im Guide ist, sodass ich meine Sachen hier schnell wiederfinden kann. Ich habe erst überlegt, das vielleicht nach Publisher oder so zu sortieren, dass man zum Beispiel alle Konami-Spiele zusammenpackt oder alle Capcom-Spiele, ne, damit das so ein schöner lilaner Batzen ist. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, das alphabetisch zu machen, damit ich die Sachen eben auf einen schnellen Blick auch finde. Falls es auch mal heißt, ey, hast du das und das in OVP, dann kann ich eben aufmachen, schnell gucken und sagen, yo, oder eben nö. Warum bewahre ich jetzt überhaupt meine OVPs separat auf, wenn ich die Module doch hier nebenan im Regal in diesen VHS-Boxen habe? Das hat für mich ganz einfach praktische Gründe, weil ich an die Module eben relativ häufig dran muss, für irgendwelche Videos oder halt auch zum Zocken, dass ich nicht jedes Mal ne, die OVP öffnen muss, das entsprechende Spiel rausholen muss und so weiter. Denn auch da möchte ich die OVP gerne ein bisschen vorschützen. Auch die Anleitungen sind nicht hier in den OVPs drin, sondern die sind mit in den VHS-Hüllen. Einfach damit ich da schneller drankomme, damit wir im Stream auch mal in eine Anleitung gucken können, ohne dass ich hier irgendeine OVP flattern muss. So allgemein haben sich im Laufe der Jahre hier verschiedene Spiele angesammelt, die ja natürlich unterschiedliche Seltenheitsgrade haben. Ne? Einige Spiele sind seltener, andere nicht. Ich habe hier einige total gewöhnliche Games, ne? Wie zum Beispiel so ein Red Racer. Und einige Spiele, die so ein bisschen seltener sind, direkt daneben zum Beispiel das letztens erst erworbene Rampart. Ne? Also es gibt hier schon so eine gute Mischung aus dem, was jeder hat und dem, was nicht so ganz jeder hat. Spiele, die hier mehrere tausend Euro wert sind, findet ihr in meiner Sammlung gar nicht. Ne? Zu den Highlights komme ich auf jeden Fall gleich. Ein paar schicke Dinger sind auf jeden Fall dabei. Was ich immer besonders gerne mag, sind Spiele, die quasi neu sind. Ich habe einige Spiele, die sind wie im Auslieferungszustand, wo also wirklich drin und drum alles genau so ist, wie es eben entsprechend damals im Laden war. Verschweißt waren die Spiele bei uns damals in Deutschland nicht und dementsprechend ja, kann man das natürlich auch immer nicht, ich sag mal, beweisen. Aber wenn natürlich die OVP selber überhaupt gar keine Gebrauchsspuren hat, vielleicht noch nicht mal Lagerspuren hat, das Spielmodul selber noch in einer Folie steckt, der man ansieht, dass sie einfach noch nie entfaltet wurde, dann kann man relativ sicher sagen, dass das Spiel auch neu ist, wenn da wirklich alles schniggi-schnaggi drin ist. Ich habe hier ein paar, ne, zum Beispiel das Teenage Mutant Hero Turtles, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe auch ein Kabuki Quantum Fighter, was so im ja, Neuzustand quasi ist. Da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Und ich habe ein Barker Bills Trick Shooting. Ne? Das ist auch so ein Spiel, was in ja, mehreren NES-OVP-Sammlungen hier im Neuzustand auf jeden Fall vorrätig ist. Manche meiner OVPs haben noch Preisaufkleber. Das sind zum Teil sehr gut erhaltene und schöne, ja, fast schon nostalgische Zeitdokumente. Andere Aufkleber sehen nicht mehr ganz so schön aus. Da habe ich mich dann entweder noch nicht herangetraut, die sozusagen komplett zu entfernen. Ich weiß zwar, wie das geht, aber es ist eben doch immer bei einer Papier-OVP mit einem bisschen Risiko verbunden. Man sieht das hier ganz gut an dem Golf-Game. Ne? Hier ist so ein silberner Sticker drauf. Der ist vermutlich relativ scheiße abzukriegen. Einige Sticker, zum Beispiel von Karstadt oder so, solche Siegel, die sind gar nicht so leicht zu entfernen. Bevor man sich daran macht, dass man vielleicht ein bisschen hektisch tut und am Ende die ganze OVP ruiniert ist. Ich meine, Golf ist jetzt nicht so ein besonders teures Spiel, aber es ist halt natürlich schade drum. Ne? Und dementsprechend muss man da irgendwie ein bisschen aufpassen.
Das ist der Grund, warum manche meiner OVPs eben auch noch so ein bisschen Stickerreste haben und sowas. Ich bin ja nicht ganz so pingelig, muss ich sagen. Ich bin auch mit den Zuständen nicht ganz so pingelig. Es muss nicht immer ein Neuzustand sein. Natürlich freue ich mich, wenn der Zustand gut ist, aber es muss eben nicht so sein. Ja, ich gehe die 6 Reihen jetzt einfach mal so ein bisschen mit euch durch, ziehe das ein oder andere Highlight vielleicht mal raus oder Spiele, zu denen ich irgendwie eine besondere Story zu erzählen habe, denn ihr wollt ja schließlich meine Sammlung auch mal ein bisschen sehen, ne? Los geht's! Also, erstmal ein bisschen Common-Zeug, dann habe ich hier ein Adventure Island 2, das habe ich mir mal so zusammengefrankensteint, ne? Auch das mache ich eigentlich relativ gerne, dass man irgendwie so erst das Modul hat, dann nochmal eine Anleitung, OVP, Lose oder sowas, habe ich irgendwie für 30 Euro oder so in Summe dann bekommen. Man kommt da in der Regel recht günstig bei weg, wenn man darauf achtet, was so zusammenpasst, ne? Alpha Mission habe ich ja erst kürzlich bekommen vom guten Retro Game Collector Heaven, dann das eben schon gezeigte Barker Bills Trick Shooting. Hier in einer absolut nagelneuen Version. Wie gesagt, ist bei dem Spiel nicht besonders selten. Da sind vor ein paar Jahren irgendwann mal so ein paar Boxen aufgetaucht. So Versandboxen, Shippingboxen, wo die eben drin waren. Bisschen Batman, Battle of Olympus, was viele mögen, nur ich irgendwie nicht. Dann hier auch richtig schöner Börsenkauf. Auch hier zusammengefrankensteint ein Bubble Bobble. Hier mit so einem Aufkleber mit deutscher Spielanleitung, ne? Ich müsste jetzt mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine FRG-Version ist oder sowas, die in der Schweiz oder sowas verkauft wurde, wo es auch andere Sprachen gibt. Weiß ich jetzt nicht, ne? Bucky O'Hare, dann Captain Planet and the Planeteers ist auch eine richtig schöne Geschichte, weil dieser Styropor-Block, der immer unten in den Games ist, der ist hier aus Umweltschutzgründen aus Pappe, ne? Habe ich mich gefragt, wieso haben die das nicht gleich bei allen Spielen gemacht, wenn sie schon gemerkt haben, dass das besser für die Umwelt ist, ne? Weiß man nicht. Dann hier Castellian, das ist inzwischen auch ganz schön teuer geworden. Als ich es damals gekauft habe, ging es aber noch, ne? Hier geht das weiter mit meiner zusammengebastelten Geschichte, meine Frankenstein Games, allen voran hier Castlevania 3. Auch das ist günstiger gewesen als, wenn man es jetzt irgendwo komplett kauft. Mein Vania 1 ist in einem echt ganz schön ramponierten Zustand. Das braucht auf jeden Fall mal irgendwann ein Upgrade. Auch da, ne, kann man ja mal machen, wenn man eins findet irgendwann. Wir gehen in die zweite Reihe. Chessmaster, Chippendale, Crackout, alles nichts Besonderes. Das nächste Besondere ist hier mein Donkey Kong 3. Das ist meine einzige Bienengräber-OVP, ne? Das sind ja diese kleinen OVPs, die es bei uns zuerst gab. Und davon habe ich nur eine, nämlich eben jene Donkey Kong 3 Verpackung. Auch günstig zusammengebastelt quasi. Ja, Double Dribble ist ein schönes Spiel. Hier DuckTales 2. Auch nice. Mit der Anleitung von meinem guten Bro, dem Dennis. Direkt daneben ein Diner Blaster. Ist natürlich auch immer richtig schön. So ein Bomberman in der Sammlung. Das ist auch immer eine Erwähnung wert eigentlich. Formulas One Sensation von Konami ist ein Spiel, welches erstaunlicherweise relativ preisstabil im etwas höheren Segment verbleibt. Auch da bin ich günstig über eBay dran gekommen, war Glück. Und ja, was haben wir hier noch? Pipapo. Hier noch ein richtig schönes Highlight, nämlich ein Iron Tank. Ne? Das habe ich über die Facebook-Gruppe NES Sammlung und Handel bekommen. Auch das ist, ich glaube, da fehlt die Anleitung. Aber immerhin schon mal eine OVP von so einem ja, ziemlich seltenen Spiel kam bei uns nur in Spanien raus. Ne? Jo. Und hier noch ein bisschen Golferino. Das interessiert keinen. So, gehen wir weiter runter. Mega Man. Ne? Die OVP habe ich vom guten Professor Björn, der bei uns im Guide für die Überprüfung der korrekten Label-Codes und sowas zuständig ist. Ne? Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Dann mal ein bisschen weitere Nintendo-Love, ne? Mario und Yoshi, Marble Madness, Kindheitsspiel von mir. Maniac Mansion in neuwertigem Zustand. Dann ein schönes Geschenk von einer der letzten Börsen, hat mir ein Zuschauer einen Mac Rider OVP geschenkt. Das Modul dazu habe ich auch. Ja, ansonsten hier schön Legend of Zelda in einem neuwertigen Zustand. Da bin ich auch besonders froh drüber, weil das auch ein Spiel meiner Kindheit ist. Dann auch ein bisschen was Selteneres. Prince Valiant ist jetzt natürlich auch nicht so mega krass selten, aber auf jeden Fall ein Spiel, was nicht jeder hat. Und so weiter und so fort. Ne? Hier hinten ist noch ein Kid Icarus, hier ist noch ein Jurassic Park, auch nicht so schlecht. Achso, und hier ist noch mein Kabuki Quantum Fighter, ein Spiel, was ich selber total mag. Hier auch, ne? Hier sind noch Preissticker ist hier noch drauf. Das Spiel ist allerdings auch wirklich absolut neu. Yo. So, zweite Hälfte, Mega Man 2 und 3 und Metroid habe ich hier noch. Dann auch irgendwie ganz erzählenswert, NES Open Tournament Golf oder so, ja genau, von Nintendo selber ein schönes Golfspiel. Was aber hieran besonders erzählenswert ist, ist, dass die Anleitung ein Hochformat hat und auch größer ist, weshalb der Styroporblock ein bisschen kleiner ist bei diesem Spiel. Nintendo World Cup und so weiter und so fort. Hier mein kürzlich erworbenes, ja, sehr schön
Zustand, das Powerblade, beide Pro-Botector-Teile, ne? Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier das Red Racer, auch das Red Racer ist fabrikneu quasi, da ist auch die 3D-Brille noch drin und so weiter, ein richtig schöner Zustand. Ja, richtig cool. Eins meiner Lieblingsspiele im Günstig-Segment, ich werde nicht müde, das zu betonen, Roller Games, ist natürlich auch ein Spiel, was ich mir schon längst mal Complete in Box zulegen musste. Dann habe ich hier die, ja, diesen tollen Tausch von letztens, ne? Die Schöne und das Biest. Ist egal, dass es das ein bisschen spiegelt, ne? Aber ich hole die jetzt nicht alle aus diesen Schutzfolien raus, das ist ein bisschen albern. Dann habe ich hier noch einen Shadow Warriors mal günstig bekommen und ein Shadowgate, ne? Shadowgate. Wir sind in der vorletzten Reihe, ja, Snake Rattle and Roll, Solomon's Key, Solstice ist ein schönes Spiel, habe ich jetzt bekommen, natürlich alle drei Super Mario Bros. Teile. Super Spike V-Ball, vielleicht mein liebstes Sportspiel, weiß ich nicht, vielleicht. Dann auch ein richtig schönes Highlight und zwar Swordmaster in einem wirklich sehr, sehr schönen Zustand. Das Spiel ist auch relativ selten geworden in OVP so zu bekommen. Ist auch komplett, hier fehlt gar nichts. Und ja, das ist quasi fast wie neu eigentlich, bin ich sehr froh. Habe ich, glaube ich, auch mal die lose OVP irgendwo gekauft bei eBay oder so. Dann habe ich hier mein schönes Turtles, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, ne, Tetris, so Tennis, das sind so Must-Haves, was es halt hier noch so gibt. Auch schöner Neuzugang von letztens, Euphoria. Ne? Euphoria habe ich auch die Anleitung zu, in einem guten Zustand. Ne? Ich würde sagen, so eine 3+, wenn man kritisch ist. Auf jeden Fall gut genug für meine Sammlung. Und dann zuletzt noch ein schickes Werewolf. Ne? Eins der coolsten Artworks, wie ich persönlich finde. Und dieser geile Werewolf hier aus der OVP, ne, aus diesem Spiel quasi sich rauskämpft. Ne? Richtig nice. Ja, und dann hier unten sind ja eigentlich nur noch drei lizenzierte PAL B Games. Ein echtes Highlight und zwar Willow, eine OVP dieses ja, Zelda-esken Action-RPGs, würde ich das mal nennen, von Capcom. Ich glaube, hier fehlt mir noch die Anleitung. Das ist hier die SCN-Version, glaube ich, die skandinavische Version. Ja, und noch eine World Champ habe ich hier, das habe ich auch letztens erst bekommen. Und ein Nigel Mansell's World Championship. Und das sind meine 110 OVPs. Hier geht es noch ein bisschen weiter mit NTSC-Zeug. Ich habe jetzt hier noch zum Beispiel ein 1943 und ein Dick Tracy. Aberdox ist auch ein richtig geiles Shoot'em-up, was so ein bisschen im Inneren eines Körpers stattfindet. Dann noch ein bisschen Homebrew-Zeug und so weiter. Bis das Ganze hier abschließt mit zum Beispiel einem Sprachhack zu Sweet Home. Dann habe ich eine OVP für ein ja, selbstgebautes Spiel von Wrecker, ne? Summer Carnival 92 bekommen. Und dazu habe ich auch eine OVP hier am Start. Und das Ganze endet hier mit meiner Metal Storm Kopie, ne? Von Limited Run Games. Richtig geil, ich bin total zufrieden mit meinem neuen OVP-Regal. Ich bin sowieso zufrieden mit meiner OVP-Sammlung. Mir macht das Sammeln von OVPs inzwischen so richtig, richtig Spaß. Ich habe da voll Bock drauf. Ich gucke auch auf Börsen immer so ein bisschen nach neuem Zeug. Ich tausche auch gerne. Ich bin immer auf der Suche nach Leer-OVPs, weil ich ja fast alle Module schon in der Sammlung habe, oftmals auch schon mit Anleitung. Freue ich mich also immer, wenn mir irgendwer Leer-OVPs anbietet. Wenn ihr also irgendwas habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Ne? Die meisten können mit einer Leer-OVP vielleicht nicht viel anfangen. Oder Leute wollen vielleicht nur Module haben und geben ihre Pappe ab. Ne? Auch da bin ich ein ja, wohlgesonnener Abnehmer, ne? Und zahle dann auch irgendwie einen fairen Preis. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute hier an diesem Sonntag mit diesem ja, etwas anderen Video, mal ein bisschen ausschweifenderen Video zu meiner OVP-Sammlung. Dürft gerne mal einen Kommentar da lassen, was euch hier auf jeden Fall noch fehlt oder was ihr richtig cool findet. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und schaltet auch am nächsten Sonntag gerne wieder ein oder vielleicht kommt ja auch zwischendurch nochmal ein Stream. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall für heute raus. Wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Euer Marcel. Macht's gut.